Neue Haarfarbe für Sila Sahinradlinger. Erst braun, dann pink und jetzt blond. Sila Sahinradlinger, 35, scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Die einstige Brünette zeigte sich auf Instagram mit einer frisch blondierten Mähne. Mutige Typveränderung für Sila. Ex-GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin ist in den vergangenen Monaten ganz schön experimentierfreudig geworden, wenn es um ihre Haare geht. Obwohl sie eher für ihre wunderschönen dunkelbraunen Haaren bekannt ist, wagt sie sich jetzt an einen neuen Look. In den vergangenen Monaten tauchten immer mehr helle Strähnen in ihrem langen Haar auf, bis sie plötzlich pink waren. Das war jedoch nicht ganz freiwillig, denn der Ex-GZSZ-Star hatte eine Wette verloren und die dunkle Haarpracht wurde kurzerhand gegen Pink eingetauscht. Nun scheint die Schauspielerin auf den Geschmack gekommen sein. In ihrem Instagram-Post strahlte kürzlich nämlich nicht nur ihr heller Hosenanzug, sondern auch ihre hellen Haare. Ein waschechter Sommerlook. Fans sind zwiegespalten. Die Typveränderung von Sila Sahinradlinger sorgt nicht nur für Zuspruch. Die Fans sind geteilter Meinung. Neben vielen positiven Kommentaren wie du siehst so mega aus oder blond steht dir mega, gibt es auch viele Fans, die sich ihre dunkle Haarfarbe zurückwünschen, mit dunklen Haaren bist du hübscher oder aber leider zu blond. Na, wer weiß, so mutig wie die 35-Jährige in den vergangenen Monaten mit ihren Haaren umgegangen ist, erwartet die Fans vielleicht bald schon wieder eine neue Farbe.